Hallo, hier ist Philipp Haas von Invest Research TV und in diesem Video geht es um eine etwas speziellere Aktie, relativ unbekannt, aber wirklich mal europäisches Hightech und nicht aus dem IT-Bereich, sondern eher dem Bereich Life Science und Krebsbehandlung. Die Produkte helfen also wirklich, den Krebs zu besiegen, nämlich eine bessere Strahlentherapie für Krebs, nämlich mit Protonen. Der Weltmarktführer in diesem Bereich kommt aus Europa und heißt Ion Beam Applications oder kurz IBA. Sie sitzen in Belgien, machen das auch schon einige Dekaden. Man muss sich das so vorstellen, diese Systeme sind extrem groß. Da werden auf der ganzen Welt auch immer nur eine Handvoll verkauft, aber sie sind deutlich besser als die herkömmliche Strahlentherapie, aber wie so oft natürlich dadurch ein bisschen teurer. Deswegen hat sich das so richtig durchgesetzt, noch nicht bei allen Krebsarten, obwohl es eigentlich besser ist, ist ein bisschen aufwendiger, aber vor allem, sag ich mal, bei delikaten Krebsen, zum Beispiel Augenkrebs, auch teilweise Prostatakrebs, da ist es besser, weil es weniger, sag ich mal, umliegendes Zellgewebe schädigt. Ja, die normale Radiotherapie, die strahlt einfach durch und da wird halt auch viel anderes verbrannt. Ja, und das, teilweise können da diese Nebenwirkungen sogar schlimmer sein, als im hohen Alter mit dem Krebs weiterzuleben. Und diese Protonentherapie, die entfaltet halt ihre Energie vor allem am Tumor. Das ist ein Riesending. Wir sehen das hier unten, so eine Maschine. IBA hat aber auch eine Einraumanwendung normalerweise, oder früher waren es, sag ich mal, ganze Gebäude eigentlich, die da verkauft worden sind mit 2, 3 Räumen. Sie haben auch noch 3 andere Bereiche. Einerseits die Dosimetrie, da wird Radiostrahlung gemessen für die Krebsbehandlung. Dann gibt es Industrieanwendungen. Man kann dann zum Beispiel scannen, welche Produkte im Container drin sind, oder auch bei der Desinfektion kann man das nutzen, und auch noch die Radiopharmaproduktion, ähnlich wie Eckert und Ziegler, glaube ich, wo man bestimmte Isotope herstellen kann im Krankenhaus selber. Insgesamt ist natürlich ein Hardwarehersteller, wobei man natürlich durch die Install-Base auch gewisse Serviceumsätze erzielt. Das Wichtigste ist aber die Protonentherapie. Die anderen Sachen sind auch nicht unspannend, aber Protonentherapie mit über 50% des Umsatzes, und so kann man es eigentlich als ein Pure Play auf diese Therapie sehen, die insgesamt auch noch nicht so bekannt ist, aber glaube ich auch eher zunehmen wird, ist auch wirklich weltweit inzwischen im Einsatz. Ich kenne es aus dem persönlichen Umfeld, dass halt diese Nebenwirkungen bei dieser normalen Radiotherapie können schon sehr bedenklich sein, und wenn ich jetzt selber irgendwie so einen Krebs hätte, würde ich wirklich versuchen, so eine Protonentherapie zu nutzen. Der Markt ist aber extrem klein. Ja, IBA macht um die 300 Millionen Euro Umsatz und hat wahrscheinlich so einen Weltmarktanteil von 40-50%, je nach Zählung, sehen wir hier unten. Der Hauptwettbewerber ist Varian aus den USA, die jetzt aber von Siemens Healthineers gekauft werden, und zwar sehr, sehr teuer, mit über 5-fachen Umsatzmultiple. Und das zeigt eigentlich, dass da halt auch schon ein bisschen Musik drin ist. Und die Protonentherapie wird auch bei Varian als wichtige Technologie genannt. Das Problem ist, wir sehen es hier, es ist nicht so der krasse Wachstumsmarkt und es ist extrem schwankend. Ja, da gibt es mal ein Jahr, wo 30 Systeme verkauft werden, oder mal wieder ein Jahr, wo 8 Systeme verkauft werden. Hat mit der wirtschaftlichen Entwicklung auch nicht so viel zu tun. Deswegen ist schon antizyklisch mit der Weltwirtschaft, aber per se ist es halt wirklich ein absoluter Nischenmarkt. Jetzt in 2020 hat IBA so ein bisschen auch unter Covid gelitten. Das soll so 20, 30 Millionen direkt und indirekt gekostet haben. Aber sie haben einen sehr, sehr wichtigen Vertrag in China abschließen können. Insgesamt ist die Krebsbehandlung natürlich der heilige Gral und ein sehr, sehr großer Markt, aber Protonentherapie ist ein ganz, ganz kleiner Teil, soll aber für immerhin 20% der Strahlenanwendungen Sinn machen. Von der Kultur ist es ein sehr technologisch basiertes Unternehmen, sitzt, wie gesagt, in Belgien, und sie arbeiten auch daran, die Technologie halt günstiger zu machen und auch noch besser. Also hier haben sie zum Beispiel diesen Proteus One. Das sollte das beste Produkt sein oder das einzig echte Produkt sein für nur einen Raum. Dadurch ist es natürlich deutlich günstiger. Sie wollen aber auch die Flash-Therapie fördern, was, sage ich nur, noch schonender ist. Haben da auch Partnerschaften mit Philips und Elekta. Könnte ich mir auch mal vorstellen, dass die dann irgendwann ein mögliches Käufer von IBA sind, denn die Firma hat eigentlich eine nette Größe für eine Übernahme. Der Freefall ist auch relativ groß, aber das Problem ist, wir haben es auch schon am Markt gesehen, es ist kein krasser Wachstumscase die letzten 10, 15 Jahre gewesen, sondern immer mal wieder so geschwankt, und dann manchmal wurden sehr teuer Systeme verkauft, dann ist der Gewinn mal ein Jahr hochgegangen. Sie müssen halt einfach nochmal da mehr hingehen, dass das kontinuierlicher wird.
Ich bin da optimistisch, dass das passieren kann und wird, weil 2020 wirklich starke Zahlen waren für das Umfeld. Und jetzt, wenn die Corona-Belastung wegfällt, dann ist 21 vielleicht nochmal schwieriger, aber 22 haben sie einen guten Backlog, auch weiter in China und Indien. Und es gibt auch immer mehr akademische Papers, die die Protonentherapie eigentlich im positiven Licht darstellen. Aber es ist halt aufwendiger und teurer. Die Bilanz ist inzwischen auch stark. Sie haben inzwischen Netto-Cash, weil sie einen sehr, sehr starken Cashflow hatten im letzten Jahr. Und da hat man eigentlich jetzt einen Technologieführer mit Netto-Cash, der profitabel ist, mit einer Übernahmefantasie und der auch nicht so teuer ist. Und die Aktie war auch schon mal deutlich teurer, das sehen wir hier, die war mal über 50 Euro, als es zum letzten Mal diesen Boom gab. Sowas kann natürlich mal wieder passieren. Das Momentum hat sich deutlich verbessert und da kann es natürlich auch noch ein bisschen weiter laufen. Allerdings können natürlich 21 noch mal ein bisschen enttäuschen, weil sie da vielleicht weniger Systeme verkaufen und dieses China-Auftrag ein bisschen wegfällt. Trotzdem auch noch mal klar der Hinweis: Ich habe die Aktie privat und im Wikifolio gekauft. Daraus können sich Interessenskonflikte ergeben. Das kann alles falsch sein. Aber ich will einfach nur darlegen, warum ich die Aktie gekauft habe. Es ist knapp kein Qualitätsunternehmen oder ist kurz davor. Da müssen sie einfach noch ein bisschen stetiger werden. Der Markt ist halt ein bisschen klein. Trotzdem, ein faires KGV von 19 kann man hier locker anlegen. Und wenn sie mal 2, 3 Jahre wachsen, dann auch mal mehr. Und ich glaube auch von der Technologie, wenn wir uns halt Varian anschauen, mit einem KGV von 5, die wirklich sehr, sehr ähnlich sind. Wenn man das 5er Multiple hier anlegen würde auf ungefähr 300 Millionen, ja, dann wären wir bei 1,5 Milliarden Bewertung für was ein Stratege vielleicht dann, wenn man den Varian-Deal annimmt, zahlen würde. Wir sind aktuell bei um die 500 Millionen. Da ist also schon noch ein bisschen Aufwärtspotenzial und auch nach dem KGV auf 22 sind die Schätzungen so guter Euro Gewinn. Da ist auch noch ein bisschen Aufwärtspotenzial, zumal auch die Bilanz ja auch noch Netto-Cash hat und auch einige Technologien wahrscheinlich auch einen Wert haben, aber noch nicht so Umsatz bringen. Warum habe ich die Aktie jetzt sogar auch auf die Aktienideenliste genommen? Ist einfach was aus dem Bereich Life Science. Ich finde ja Medizintechnik sehr, sehr spannend, weil sie eine sehr gute Ergänzung ist zu so normalem Growth. Portfolio, es schwankt einfach ein bisschen weniger, hat weniger mit der Weltwirtschaft zu tun und den ganzen Sachen. Ist eine sehr defensive Industrie, die aber per se auch wächst, weil wir natürlich älter werden und mehr Gesundheitsdienstleistungen nachfragen. Normalerweise ist der Sektor einfach sehr, sehr teuer. Hier sehe ich jetzt einfach noch eine insgesamt faire Bewertung mit ein paar positiven Sachen, die überraschen können. Und deswegen habe ich das mal gekauft, auch halt zur Beimischung, weil ich in diesem Bereich Medizintechnik bisher wenig habe. Und das denke ich auch dadurch, dass IT und Internet ja sehr, sehr gut gelaufen ist, Life Science gar nicht so stark die letzten 5 Jahre. Das könnte jetzt vielleicht auch eine interessante Branche für die nächsten Quartale werden. Das war also meine Meinung zu IBA. Habt ihr davon schon mal was gehört? Kennt ihr es vielleicht aus dem eigenen Umfeld mit der Strahlentherapie? Gerne Meinung dazu kommentieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.